So, hallo und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns nach langem mal wieder auf der Map Baumgarten und fahren die Linie, die wir noch nicht gefahren sind, und zwar ist das die Linie 19 hier vom IKEA West zum Hauptbahnhof. Zum Zentral-Omnibus-Bahnhof, halt zum Albert-Fleischhacker-Platz, so. Und dafür haben wir einen ganz exotischen Gast hier und ich verhasst mich schon wieder, das ist echt eine Pracht. Weißt du, die ersten Sätze vom Let's Play, die machen ja eigentlich einen Eindruck, aber wenn du die gleich verkackst, dann ist vorbei, ne? Geht einfach nicht mehr, das ist... Irgendwann verliert es dann die Professionalität und dann ist vorbei. Also, wir fahren mit dem Chicago City Bus mit dem New Flyer D40LF, ist das, glaube ich. Glaube ich, habe ich mal gehört. Und zwar gab es für den, gibt es für den, eine Soundmod vom guten Morphy. Das heißt, wir haben einmal ein ZF6 HP und ein Allison-Getriebe. Ich habe jetzt einfach mal ganz deutsch das ZF-Getriebe genommen. Und ja, das hören wir uns heute einfach mal an. Wir sind im Baumgarten, das ist richtig heiß. Wir haben 30 Grad draußen. Deswegen steht der Bus auch in der Sonne, das macht Sinn so. Nee, deswegen würde ich sagen, können wir gleich mal hier, Elektrik. So, danke fürs Starten. So, fürs Hochpumpen. Dann machen wir schon mal den Motor an. Damit der schon mal ein bisschen aufpumpt, dann... Macht Piep. Warum macht der Piep? Ich weiß nicht, warum er Piep macht. Das wird seinen tieferen Sinn haben. So, ich mach mal hier, reißen wir mal alles auf, was wir haben. Wir haben... Haben wir den Rückwärtsgang drin? Ich glaube, das wird sich legen. Sagen wir mal alle Fenster auf, die wir haben, weil es ist echt warm. Dann können wir hier einfach mal... Naja, komm, machen wir hier den auf so. Dann machen wir da auf. Dann machen wir da auf. Was hast du denn für ein Problem, Kollege? Kollege, hast du irgendein Problem? Egal, ich rüste dich mal auf. Mit der 1805. Und mit der 9691. So, Kurs haben wir die... Was haben wir da stehen? Die 718. Okay. Run. 718. Du hast auch schon das Ding verstummt, finde ich gut. 718. Enter. Wunderbar. Albert Fleischhackerplatz Busbahnhof. Da fahren wir hin. Hat er schon automatisch erkannt. Das heißt, das mit dem Run funktioniert auch hier. Jo, genau. Was bleibt noch großartig für uns? Wir haben alle Fenster aufgerissen. Nach vorne können wir auch nochmal aufmachen. Nehmen wir mal so. Da, machen wir mal so auf, dann ist da vorne auch ein bisschen Luft. Hier über unseren Köpfen haben wir auch ein kleines bisschen Belüftung, ist ganz gut. Dann haben wir hier einmal, wie hat der Andi gesagt, hier zum Erdnüsse durchfüttern können wir hier machen. So, dann haben wir hier auch, was ich echt gut finde, wenn man bloß auf anderen Karten einsetzt, hat man anderes Kassensystem, beziehungsweise kein Kassensystem, sondern halt genau das, was wir da haben, so ein Abreißblock. So, Türen zu, dann würde ich sagen, legen wir mal einen Gang ein. Und zieh mal vor, ich bin mal ganz gespannt, was die Fahrgäste zu unserem Bus sagen und ob der überhaupt kapazitätsmäßig ausreicht, weil wegen Solobus auf Gelenkhaltestelle. Und das Problem ist, ich habe es den Bus genommen, weil wir hier ein wunderschönes, wie ich finde, also ich finde es Repaint extrem geil, weil wir hier ein wunderschönes BGVB Repaint haben, was wir halt leider nicht für überall haben, also für den Gelenkbus nicht. Deswegen fahren wir einfach mal eine Runde Solobus und was nicht passt, das passt halt nicht so. Morgen. Schönen guten Morgen. So, einmal abgestempelt, finde ich gut. Dann schauen wir mal ganz kurz hier oben drauf. Schedule 0, das finde ich gut. Ja, ich kann gut Englisch. Jo, also haben wir, denke ich, alle drinnen. Machen wir zu und können einmal losfahren. Ansagen, habe ich mal geschaut, müssten theoretisch funktionieren. Ich bin auch mal gespannt, ob das funktioniert. Dann drehen wir mal hier einmal raus und dann sehen wir hier natürlich, dass wir sehen, dass wir nichts sehen. Sie sehen, dass sie nichts sehen. Das finde ich mal mit den... Sicht ein bisschen blöd, oder dann können wir hier mal gucken, ist aber frei. Das heißt, einmal raus hier in die freie Wildnis. Und da hören wir schon die ersten paar Klänge unseres ZF-Getriebe. So, ich hoffe mal, dass ich es diesmal ein bisschen lauter habe als sonst. So. Einmal rum hier. Ach, die Ansagen, wunderbar. Dankeschön, da funktioniert das sogar schon mal. Sind sie nicht der Hitze zum Opfer gefallen? Gut, sind jetzt in Anführungsstrichen bloß 30 Grad. Geht natürlich schlimmer. Kennt man auch aus Chicago ein kleines bisschen schlimmer. Deswegen hätte man wirklich davon ausgehen können, dass das einwandfrei funktioniert hier mit dem Bus. Also es gar kein Problem ist. Jo, immer in Richtung Ausfahrt. Kommt denn da was? Hallo? Da ist frei. Von da hat einfach nichts zu kommen.
Gut, dann dürfen wir da vorne mal nach rechts blinken. Ach, eine U-Bahn. Oh, ist das schön. Da vorne eine U-Bahn. Könnt ihr sie sehen? Könnt ihr sie hören? Gelb wie die... Hollala. Ja, da war ein Grünstreifen, Josh. Okay. Ja, das üben wir nochmal ein bisschen. So. Tritt mal kräftig aufs Gas hier. Weil die Erfahrung lehrte mich, dass wenn wir hier vorne versucht, dann rauszukommen, in Richtung, was auch immer wir da haben, was haben wir für den Bahnhof? Westbahnhof. Da wird es dann immer mit der Straße relativ voll und deswegen treten wir ein bisschen aufs Gas, beziehungsweise auf das Diesel. So, guten Tag. Nix, kein Hallo, nix abstempeln, okay. Ist okay. Nee, ich meine, ich komme damit klar, das ist, finde ich schon in Ordnung. Ich meine, so kann man ja jeden Busfahrer behandeln, der nicht von hier ist. Bloß weil der Bus aus Chicago kommt. Nee, ist okay. Also ich habe da wirklich nichts gegen. Könnt einfach ruhig sein, nicht begrüßen, nicht freundlich sein. Einfach bleiben lassen. Ist okay. Genau. Nee, es ist, also ich komme damit klar, das macht mir wirklich nichts aus. Auch wenn es so mal scheint, nee, das macht mir nichts aus. Ich finde das voll in Ordnung, dass alle... Dass sie alle nicht mit mir reden. Ich finde es echt traurig. Egal. So, machen wir mal auf hier vorne. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Schöne guten Tag. Alle drin. Wunderbar. So, da vorne sehen wir schon, da ist... Ja, da ist immer die Hölle los. Gerade wenn man es irgendwie unter der Woche fährt. Was ich natürlich intelligenterweise getan habe. Dann haben wir da immer ordentlich voll. Naja. Ist halt auch eine, wie es aussieht, wirklich die Straße vom Ortseingang aus. Deswegen kann ich... Dankeschön. Genau. Und da jetzt die Straße halt von außerorts kommt, ist es auch durchaus nachvollziehbar, dass wir hier ein bisschen mehr haben. Und auch ordentlich was an Transitverkehr. So, Leute. Ihr wisst aber schon, dass, ich hier Vorfahrt habe. Ich glaube, das ist denen noch nicht klar. Das üben wir nochmal. Alle zurück in die Fahrschule, aber alle miteinander. Jo. Wunderbar, ich da oben guckt. Die U-Bahn durch die ging, die ist aber echt schön. Das, mir gefällt es mit der U-Bahn hier. Das ist, die ist echt wunderschön eingebunden. Die fährt vor allem auch so, dass man die relativ häufig mal zu Gesicht bekommt. Das ist ja nicht überall so. So, immer für die 19er rechts rein, was etwas schwierig wird. Aber doch, die fahren alles. Finde ich gut. Vor allem rauskommen wir da meistens interessant. Nehmen wir mal die paar traurigen Fahrgäste da vorne mit. Vom... Ich glaube, eigentlich dürfte es hier U-Bahnhof Ruhleben sein. Hollala, was ist denn hier los heute? Ich glaube, das mit dem Boosters war keine so eine gute Idee. Ah, da gab es Repaint für. Ich wollte es einfach mal so machen. Ich wollte mal ein passendes Repaint zur Map machen. Und ich meine, das Repaint-Pack, was ich hier habe, da hat es auch noch was für Alheim dabei, da hat es was für Mainz dabei, da hat es was für... Einmal normal. Also mir gefällt es echt gut. Ich kann mal, wenn ich dran denke, dass das Link, Schwürfel auf das Link in die Videobeschreibung packen. Er hat nämlich echt schöne Repaints dabei, muss ich sagen. So. Zwar leider nur für den Solo-Bus, aber nichts, was ich da nicht noch ändern lassen würde. So, geh mal rein da, bitteschön. Und der Bus erfüllt sich. Sag nicht, wir sind nach 2, 3 Haltestellen voll. Das wäre echt traurig. Also Stehplätze hätten wir ja theoretisch auch. Das Problem ist, dass der gute Darius nicht so wirklich gerne Stehplätze ausweist. Das haben wir ja... Kennen wir schon aus dem 3-Generationen-Addon. Deswegen... Jo. Hätte ich vielleicht den KI-Bus nochmal hinterher tuckern lassen sollen. Aber... Habe ich leider nicht gewusst. So sind wir schon, dass wir hier rauskommen. Wir haben grün. Können aber relativ schlecht fahren, so wie es aussieht. So. Golf nach dir ist aber... Genau, nach dir ist nix. Das heißt, ich dränge mich da mal raus. Das Problem ist, unser Bus ist sehr breit. Ja, und der Bulli auch. Naja. Wunderbar. Haben wir geschafft. Ich würde sagen, wir gehen einfach die rechte Spur, weil da vorne ist Busspur. Das heißt, wir können mal hier sein. Jo, du wirst recht haben. Ja, genau. Ansage hat immer recht. Das ist, wenn du selber keine Ahnung hast, hat einfach die Ansage recht. Oh, wir können durchfahren am Turn. Finde ich gut. Ansage dürfte aber weitergehen, weil wir eigentlich GPS gesteuert sind, oder? Oder? Dankeschön. Genau. So, dann hier haben wir nochmal ein paar mit. Ich bin echt mal gespannt, ob wir mal Leute stehen lassen müssen. Ich glaube schon relativ bald. Das finde ich immer ein bisschen schade bei Bussen, wo eigentlich noch Stehplätze frei sind, also wo man eigentlich noch Leute hinquetschen könnte.
Aber bei OMSI-mäßig einfach keine Stehplätze definiert worden sind. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Weil Leute stehen lassen, finde ich. Finde ich nicht so toll. So, fahren wir trotzdem mal weiter. Lass uns davon nicht beeindrucken. Einfach so weit mitnehmen, wie geht. Und das, was nicht geht, das geht halt nicht. Kann man von nichts machen, gell? Das sind immer einfach so hin und dann fahren sie halt mit dem nächsten Bus. Was haben wir für einen Takt? 20-Minuten-Takt? Halbe Stunden-Takt? Der Bus ist nach rechts echt breit. Da muss ich mich echt ein bisschen dran gewöhnen. Jo. Ja, das muss ich anscheinend. So, da sind wir. Aber echt schön, das Repaint, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ist ja echt der Stil gut nachempfunden, den anderen Repaints. Und wir sind, ja, nehmen wir es mal gut gefüllt. Stehplätze haben wir zwar noch theoretisch ordentlich, aber. Ja. Toll finde ich natürlich auch, dass wir als Busverkehr natürlich nicht bevorrangt werden, dass wir einfach mal warten können. Das ist, ich meine, wir haben ja keinen Fahrplan. Ach, was sagt überhaupt der Fahrplan? Spricht er mal zu uns? Okay, wir sind eine Minute zu spät. Naja. Ich hoffe mal, tunlichst für die Ampeln, dass das ein Versehen war und dass wir in Zukunft doch bevorrangt werden. Aber werden wir halt nicht, weil wir sind ja nur. Wir sind nur ein armer Tropf hier. Armer kleiner Busfahrer. Der nicht weiß, wo er hin soll mit seiner. Da. Mit seiner Fahrplanzeit, mit der Verspätung. Ich meine, die kann man zu noch einem gewissen Grad irgendwo unter den Teppich kehren, aber irgendwann wölbt sich dann der Teppich, fängt sich an zu wölben, weil die Verspätung so unglaubliche Ausmaße annimmt und dann. Ab da wird es dann halt schwierig, deswegen. So. Tag, Kollege, die Linie 14. Ja, der hat nicht viel los in seinem Solowagen. Schade, hätte die andere Richtung fahren müssen. Wäre intelligenter gewesen, aber das wird einfach nicht im Let's Play entsprechen. Das wäre einfach falsch. So. Da jemand mit. Das kleine Kind möchte mit. So. Und nein, ich fahre nicht zu weit. Das mit dem Bremsen, das muss so. Kinder müssen sich mehr bewegen, weil die Jugend von heute läuft da viel zu wenig, deswegen. Lassen wir die Kinder einfach ein kleines bisschen laufen und im Bus stehen. Oder finden sie noch einen Sitzplatz? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen. Der sieht noch ganz gut aus. Anjage. Dankeschön. Genau. Einmal Staatsoper. Vor allem, ich muss mal ganz kurz auf den Tacho schauen, weil ich habe das Gefühl, ich fahre die ganze Zeit zu schnell. Warte mal, da haben wir auch die kmh-Zahlen dran stehen. Das heißt, 50 sind wir ungefähr hier. Okay, hier ist 50 und da sind 30. Also 20 sind 30. 20 gleich 30, da wird dir jeder Mathematiker nicht auf den Stock gehen. Das ist ganz normal. Also wenn du hinschreibst 20 gleich 30, dann stimmt das so. Das ist halt durchaus seine Richtigkeit. Da brauchen sich keine Gedanken machen drüber. Das ist alles richtig so. Ach, im Haltewunsch finde ich gut. Das heißt, der Bus leert sich gleich ein bisschen. Genau, so. Und ich wollte gerade sagen, wir dürfen jetzt zwar nur 30 fahren, aber wir fahren ja nur gerade 30. Das heißt, wenn der Polizist uns anhält, können wir sagen, der Zeiger war auf der 30. Nee, leider nicht. Ach, jetzt hat sich ja der Kollege beschwert, weil er gedacht hat, wir wären vorbeigefahren. Ah, okay. Das heißt, die Dock Distance von dem Haltestellenwürfel da vorne ist so, dass wir anscheinend hier schon vorbeigefahren sind. Okay. Gut, das werden wir gleich berichtigen, wenn wir es hier einmal anhalten. Ja. Immer ran da und jetzt machen wir einfach mal beide Türen auf. So, und zwar mit der Taste für die Haltestellenbremse. Geht vorne die Automatik rein und vorne geht auf. Morgen. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Genau, das hast du wieder korrigiert. So. Dankeschön. Hallo. Jetzt können wir das im Prinzip als Ansage verkaufen hier für so eine Haltestellenansage. Wir haben ja schon festgestellt, es gibt Haltestellenansagen und Haltestellenansagen, die sich grundlegend unterscheiden. Die einen kommen vor der Haltestelle, die anderen kommen an der Haltestelle. Das ist ja hier in Chicago, also nicht hier in Chicago, sondern in Chicago anscheinend normal. Aber das haben wir jetzt hier wunderbar auf Baumgarten übertragen, ganz klar. So, immer links, da kommt nix und da kommt auch gerade nix. Zügig raus da, ZF-Getriebe, halt das aus, was ich da mit dir mache. Das arme Ding. Hält's aber ganz gut aus, so. Jetzt fahren wir einfach mal 30, ohne dass es jemand mitbekommt. Huhuhu. Genau. Und wir können, uns kann keiner sagen, dass da hier von kmh die Rede war, weil auf den Schildern steht ja nur 30. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das da auf dem Tacho auch genau die gleichen 30 sind. Und deswegen, genau, rede ich einfach raus, Josh. Ist okay. Jo, Sonnenleiten, einmal Kind mit.
So, immer auf da vorne, immer rein mit dir. Dann können wir gerne mal weiter. Zack, guten Tag. Wunderbar. Kannst du durch und wir können einmal weiter. Weil ich glaube, wir sind immer noch ein kleines bisschen... Ah, wir sind pünktlich. Das gefällt mir. Wobei, sobald wir zum... Wie heißt der Platz? Wo wir gleich hinkommen. Die Gasse da, wo wir die ganze Einkaufspassage... Genau, nein, nicht Reisweg, sondern... Was ich sagen wollte, ab da wird es dann eh... da muss man ein kleines bisschen langsamer durchfahren, da wird es dann eh meistens etwas später. So. Eh, mal rein mit euch. Jo, komm mal ran hier. Spüre die Beschleunigung der Fahrgäste. Hallo. Guten Tag. Also eilig haben sie es anscheinend alle nicht. Guten Tag. Hallo. Ein Fahrschein, bitte. Ein Fahrschein. Haben wir da eine Sicht für? Ah, wir haben sogar eine Sicht für. Fahrschein haben wir da. Dann haben wir 30, 2. Bitteschön. So, einmal vor. Einmal vor. Genau, Josh. Einmal zu, wollte ich sagen. Genau, das war das. Oh, und einmal hinfort. Ja, genau, hinfort. So. Holla, ist aber auch einiges los hier. Oh, da steht ein Fahrrad. Ist hier gemacht, wenn wir das mit den Fahrrädern machen. Hier mit dem Fahrradständer da vorne. Das möchte gar nicht jemand raus. Ist ja ekelhaft. So, Bus beschleunigen mal. Dankeschön. Getriebe hat sich bloß gerade ein bisschen verschluckt. Genau. Boah, da will aber auch nochmal ordentlich was mit, oder? Nee, die laufen da bloß. Die laufen da spazieren. Das machen die hobbymäßig. Die sind nämlich nie so faul wie unsere Fahrgäste, die immer Bus fahren, sondern die laufen noch. Ja, die Füße sind zum Laufen da. Das ist... Für manche Leute mag das zwar etwas abenteuerlich klingen, aber mit Füßen kann man auch in der Tat laufen. Nicht nur Pedal am Auto bedienen, sondern auch wirklich laufen. Also das ist... Ja, ich müsste mal eine neue Initiative starten. Die Initiative ergreifen und eine Initiative starten. Genau, so ist es. So, und hier müssen wir ein bisschen langsamer durchjuckeln, deswegen müssen wir mal schauen, dass wir hier nicht so allzu viel Schippergasse warst. Genau, so. Kollege, du kannst noch rüberlaufen, das passt noch. Du kannst noch rüber. Jo, was macht ihr? Und ihr habt gedacht... Genau. Und ihr habt gedacht, ihr könnt einfach noch rüberlaufen, weil ihr das einfach könnt. Okay. Ich verstehe schon, die Dame da vorne wartet, das finde ich gut. Finde ich echt klasse gemacht mit den Kreuzungsobjekten. Mitte hier auf dem... Mitten auf der Straße, dass dann die Leute auch wirklich warten. Und hier haben wir zum Glück nicht allzu viel. Das finde ich toll.